Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinem News-Format und zwar dieses Mal zu der Karte The Absolute Divine Beast und ja, das ist eine weitere Götter-Support-Karte, die Slifer im Artwork hat und die sehr cool aussieht. Allerdings will ich die heute so ein bisschen kritisch hinterfragen und schauen, wie gut die wirklich ist, weil die hat ihre Schwachstellen, die hat aber auch durchaus einige interessante Effekte. Also lasst mich die Karte ein bisschen durchbewerten. Denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, sehr guter Shop, wie gesagt, und auch gerne an meinen Gaming-Kanal und meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und weitere Videoideen könnt ihr mir auch sehr gerne in die Kommentare posten. Und da würde ich sagen, starte ich jetzt mal mit der Diskussion zu der Karte The Absolute Divine Beast, weil dazu kann man einiges sagen. Und die Karte wirft auch so ein paar Probleme auf, die halt das Göttlich-Thema bisher leider hat. Und die Fallenkarte The Absolute Divine Beast ist eine permanente Fallenkarte mit dem Effekt, wenn ein Gegner einen Angriff deklariert, wirf eine Zauber- oder Fallenkarte aus deiner Hand ab, dann wähle ein göttliches Ungeheuer in deinem Friedhof, spezialbeschwöre es, in die Verteidigungsposition und ändere das Angriffsziel auf dieses neue Monster. Und während der Endphase, wenn du halt noch ein göttliches Ungeheuer kontrollieren solltest, dann kannst du alle offenen Karten des Gegners zerstören, deren Effekte sich diese Runde auf dem Board aktiviert haben. Und beide Effekte von The Absolute Divine Beast sind once per turn. Wir können festhalten, diese Karte hier erfüllt so ein bisschen einen Doppelzweck. Und zwar zunächst mal ist diese Karte hier einfach ein Schutz für die Battlephase und die kann auch teilweise als magischer Zylinder fungieren und ein bisschen geforsten Battle Damage erzeugen gegen den Gegner, was halt relativ praktisch ist. Und diese Karte ist gleichzeitig auch noch so ein bisschen eine Art Evenly Matched gegen den Gegner, also er verliert einfach ein paar Ressourcen. Bei Evenly Matched beispielsweise verliert er auch nicht alles, deswegen der Vergleich. Aber diese Karte hier ist halt etwas weniger drastisch und die zerstört auch nur und banisht nicht irgendwie verdeckt oder so. So gut ist sie dann leider doch nicht und die kann auch tatsächlich negiert werden. Das ist eine der Götter-Support-Karten, die man einfach so wegnegaten könnte. Bei den meisten Götterkarten geht das ja nicht. Aber gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen an, wie die beiden Effekte abschneiden und hinterfragen die ein wenig kritisch, weil das ist schon wichtig. Und wir beginnen, würde ich sagen, erstmal mit der Wiederbelebung. Und da können wir zunächst mal sagen, dass es halt bitter ist, dass man hier eine Zauber- oder Fallenkarte abschmeißen muss. Weil das ist einfach ein Minus 1 und es tut einfach weh. Du hast halt in einem Götterkartendeck nicht so viele Ressourcen und du willst eigentlich nicht irgendwie eine Zauber- oder Fallenkarte abschmeißen müssen, um halt einen Gott wiederbeleben zu können in der Battlephase des Gegners. Ob das notwendig war, diese Kosten, sei mal dahingestellt, aber wir müssen jetzt damit leben und günstig ist es durchaus nicht. Es ist halt einfach eine verschwendete Ressource, aber da fangen die Probleme halt leider erst an. Und zwar kann man halt 5 verschiedene Monster mit dieser Karte hier theoretisch holen erstmal. Denn es gibt halt 5 verschiedene göttliche Ungeheuer. Es gibt Ra, Slifer, Obelisk und dann haben wir noch Ra's 4-Mode und den Phoenix-Mode. Der Haken ist nur, dass man 3 davon gar nicht beschwören kann. Weil Ra ist nicht specialbar, das Fehlmode ist nicht specialbar und der Phoenix ist nur specialbar über seinen eigenen Effekt. Also alle 3 Monster fallen hier komplett aus dem Raster und die würden sowieso wenig Sinn ergeben, weil Ra zum Beispiel würde ja spawnen dann mit 0-0. Und dieser Lifepoint-Zahlungseffekt, dass man halt alles zahlt bis auf 100 Lifepoints etc., das geht nur bei der Normal Summon, außer man nutzt externe Karten dieses Themas hier. Und dementsprechend ist man hier sehr stark eingeschränkt. Also so viele Möglichkeiten für eine Wiederbelebung bietet The Absolute Divine Beast gar nicht. Man kann also effektiv nur Slifer oder Obelisk bekommen. Und beide sind jetzt tatsächlich gar nicht mal so impressive. Ich meine, Obelisk The Tormentor hat 4000. Und das ist erstmal ein guter Defense-Stick. Aber wie viel Schaden soll der Gegner hier bekommen? Wenn der Gegner angreifen sollte mit einem normalen Boss-Monster oder Exodec-Monster im Bereich von 2000, 2500 ATK oder so, dann frisst er hier einfach mal 1500 bis 2000 Damage. Es ist jetzt nicht allzu viel. Wenn er mit was Schwachem angreifen sollte, sind es vielleicht 3000 Damage. Aber wenn dieser Schaden wirklich relevant sein könnte, beziehungsweise wenn er gefährlich werden könnte, würde dann ein guter Gegner überhaupt mit so schwachen Monstern angreifen, wenn ihr noch Backrow habt oder wenn diese Fallenkarte vielleicht sogar schon offen liegt? Vermutlich eher weniger, also effektiv ist diese Karte hier kein wirklich guter magischer Zylinder. Und man könnte jetzt sagen, okay, aber was ist denn mit Slifer? Der kann doch deutlich stärker werden. Ja Leute, wenn man Slifer, naja, im Grave haben sollte und 6 Handkarten haben sollte und auch eine Backrow haben sollte, würde der Gegner garantiert nicht angreifen mit einem Monster mit 1000 ATK, um dann 5000 Damage zu riskieren. Das wird einfach nicht passieren. Klar, Slifer hätte dann 6000, aber in der Praxis ist das halt einfach unrealistisch.
Ich muss also festhalten, ich bin nicht so impressed von diesem Wiederbelebungseffekt. Der ist tatsächlich eher schlecht, würde ich fast sagen. Und auch wenn man noch so ein bisschen halt von den Effekten von Slifer und Obelisk profitieren kann, ist da nicht so viel drin. Ich meine, in der Main-Phase 2 haben wir noch den Floodgate-Effekt von Slifer. Der ist erstmal ganz witzig, aber in der Main-Phase 2 ein bisschen zu spät. Und Obelisk kann sich halt noch ein bisschen schützen auf dem Board mit seinen Schutzeffekten. Er ist ja quasi ein Tower. Aber der Haken ist, beide Monster gehen leider in der Endphase verloren. Weil wenn man die beiden Monster specialen sollte, haben sie eine Klausel im Effekt stehen, dass sie in der Endphase auf den Grave gelegt werden. Tja, und dann ist das Monster wieder weg. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ich muss festhalten, dieser Wiederbelebungseffekt, der hätte besser sein können. Und es wäre schön gewesen, wenn man zumindest hier Ra targeten könnte. Ja, er würde mit 0-0 kommen, aber wieso nicht? Wäre das broken gewesen, hätte ich jetzt nicht unbedingt schlecht gefunden, wenn das doch dazu geschrieben worden wäre. Man hätte ja eine Klausel machen können, dass, naja, die Beschwörungsbedingung ignoriert wird, etc. Ra würde dann zwar liegen bleiben, aber wäre das heftig? Ich weiß nicht, es wäre halt einfach ein gratis Schutz erstmal. Wenn man gerade mal nicht Slifer und Obelisken Grave hat, hätte man zumindest considern können. Aber es geht noch weiter und da kommen wir jetzt zum Crush-Effekt. Und der ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Crush-Effekt hier eine große Relevanz haben wird in der Praxis. Und das Problem ist einfach folgendes. Der Gegner muss jederzeit damit rechnen, dass er diese Karte hier vor der Endphase noch aufflippen könnte. Das heißt, wenn der Gegner das Götterdeck kennt, und die meisten Spieler kennen halt einfach die meisten Themen halbwegs und haben die auf dem Schirm, dann wird er aufpassen, welche Effekte er auf dem Board aktiviert. Und mal Hand aufs Herz, es gibt auch viele Karten, die auf dem Board nicht sofort Effekte nutzen wollen. Viele kommen durch einen Effekt aus der Hand oder viele Monster sind einfach Bossmonster, die erst in der Runde des Gegners interagieren wollen, etc. etc. Und gegen all diese Karten ist der Absolute Divine Beast erstmal komplett tot. Es geht aber noch weiter. Wenn der Absolute Divine Beast geschossen werden sollte, egal ob offen oder zu, ist sie einfach weg. Man bekommt gar nichts mehr. Die Karte ist einfach verschwunden und dieser Omni-Crush wird nicht mehr passieren. Und das ist sehr, sehr bitter. Und es ist halt nicht schwierig, die Karte zu entfernen. Also wirklich eine Backrow loszuwerden, beziehungsweise eine offene Fallenkarte, wenn sie schon offen liegen sollte, ist nicht gerade eine große Herausforderung. Und wenn man hiermit was wiederbelebt haben sollte, liegt sie ja schon offen, also sie kommt nicht mehr überraschend. Und das ist immer ein bisschen kritisch. Also der absolute Divine Beast hat dahingehend schon mal eine große Schwachstelle letztendlich. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Karte hier gerne mal kaputt negiert wird oder einfach zwei relativ irrelevante Materialien schießt, ohne halt wirklich das Duell zu entscheiden. Also dieser Crush-Effekt hier ist auch eher okay, aber nicht wirklich impressive. Was ich an der Karte aber besonders kritisch finde, ist einfach der Fakt, dass sie eine Falle ist. Und das ist halt ein bisschen problematisch in so einem Götterdeck. Die Götter sind nun mal relativ langsam und die brauchen einfach eine gute Hand, um schön ins Spiel reinzukommen. Und diese Karte hier ist einfach erstmal eine tote Handkarte. Was macht die? Wenn du die First Turn ziehst, was machst du mit ihr? Du legst sie hin und hast nur noch 4 Handkarten, um halt dein Board aufzubauen, beziehungsweise konstant Götterkarten rauszukriegen. Und dadurch, dass wir mittlerweile eine Art Kaiju-Support-Karte haben, die dafür sorgen kann, dass man gegnerische Monster wegtributet, würden wir vielleicht gar nicht First gehen, was so eine Fallenkarte hier nochmal schlechter macht in der Praxis. Also letztendlich muss ich wirklich sagen, The Absolute Divine Beast als Fallenkarte macht zwar Sinn von der Effektkategorie her, die sie halt erfüllt, aber in der Praxis, naja, sorgt es dafür, dass die Karte gar nicht mal so gut ist. Und dass die Karte dann auch noch für den Revival-Effekt einfach noch ein weiteres Material fordert, also eine abgeworfene Zauber- oder Fallenkarte und ein göttliches Ungeheuer, was bereits erfolgreich im Grave liegt, ist sehr, sehr viel Setup, beziehungsweise sehr viel Kosten, die einfach nochmal oben drauf kommen. Und das will ich kritisch hinterfragen. Also ich würde sagen, The Absolute Divine Beast ist deutlich schlechter, als einige Leute es hingestellt haben, deswegen wollte ich die Karte heute ein bisschen diskutieren. Es geht aber noch ein bisschen weiter, weil ich will jetzt auch mal so ein bisschen überlegen, was für ein Göttersupport eigentlich noch fehlt. Wir können auf jeden Fall festhalten, für Ra gibt es mittlerweile sehr, sehr viel. Also Ra ist mittlerweile gut supportet worden. Es gibt einige Zauberkarten, die diese Karte beispielsweise beschwörbar machen über Monster Reborn. Wir haben etliche neue Formen von Ra bekommen und so weiter. Da bin ich zufrieden. Aber Obelisk und Slifer haben einfach keine wirklich krassen Karten bisher. Klar, die beiden Supportkarten, Thunder Force Attack und Fist of Fate, die waren schon mal ganz cool, ne? Die kann man auf jeden Fall hier zu Rate ziehen. Aber das reicht mir nicht, um Slifer und Obelisk hier wirklich gut etabliert zu machen. Und wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr. Und so eine Fallenkarte wie The Absolute Divine Beast wird daran nichts ändern.
Das ist kein Lückenfüller für diese Nische, da brauchen wir einfach bessere Supportkarten. Und was wir auch ganz, ganz dringend brauchen, sind Main-Deck-Monster. Wirklich. Wir haben bisher die beiden Karten Guardian Slime und Reactor Slime und die sind schon ganz gut, ja. Aber in der Praxis, wenn ich mir heutzutage mit dem jetzt angekündigten Support ein Deck bauen möchte, dann habe ich einfach so eine Combo wie beispielsweise Tourguide und Sangan im Kopf, um irgendwie auf gute Plays zu kommen und die Slimes rauszusuchen und so weiter. Und wenn ein Deck auf Tourguide plus Sangan setzt, ist es wahrscheinlich nicht zeitgemäß. Also ich weiß nicht, ein bisschen mehr Filling fürs Main-Deck wäre ganz schön, auch mal mit Monstern. Es gibt so wenig in der Richtung und so Karten wie beispielsweise Ra's Schüler oder so sind ja auch nicht gerade gut und auch sehr, sehr alt. Also das wäre ebenfalls eine sehr schöne Sache. Und was mich wundert bei der Karte, die wir heute durchgesprochen haben, also The Absolute Divine Beast, ist halt einfach, dass man sie negieren kann. Ich meine, war es nicht das besondere Feature von den Götterkarten oder von den Götterkarten-Supportkarten, dass man sie eben gar nicht mehr negieren kann? Wieso wird das hier jetzt nicht mehr aufgegriffen? Ich meine, ich bin kein Fan von dieser Effektkategorie, aber bei den Götterkarten, die immun sein sollen gegen alles, macht es im Kontext durchaus Sinn und es hält die Karten einfach unten, weil die Götterkarten-Supportkarten werden mit so einer Klausel auf gar keinen Fall broken werden, weil die Götterkarten weit davon entfernt sind, unfair zu sein. Aber hey, ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Ich bin von der Fallenkarte The Absolute Divine Beast überhaupt gar nicht überzeugt. Ich finde, weder der Special Summon Effekt noch der Crush Effekt ist wirklich impressive und dass man noch eine Zauber der Fallenkarte abschmeißen muss, gibt der Karte so ein bisschen den Todesstoß. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Götterkartenspieler die Karte auf jeden Fall considern kann. Es wird auch ein, zwei Ideen und Combo-Plays damit geben, die ich heute nicht angesprochen habe. Da bin ich mir ganz doll sicher, es gibt immer Leute, die schöne Dinge finden. Aber in der Praxis ist es einfach nicht der Support, den die Götterkarten brauchen. Also hoffe ich, dass Konami jetzt nicht irgendwie hingeht und 20 Fanservice-Supportkarten mit coolen Artworks rausbringt, die keinen Mehrwert bieten, sondern wirklich mal was das Götterthema krass voranbringt. Weil die bisherigen Götterkarten-Supportkarten waren immer ganz cool oder Anime-Referenzen oder, aber nicht wirklich heftig. Die letzte wirklich krasse Götter-Supportkarte, wie ich fand, war die, die so eine Art Kaiju-Effekt reingebracht hat, wo man gegnerische Monster wegtributen konnte. Das war wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Rest war eher so okay bis gut und das reicht nicht für die heutige Zeit. Aber gut, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame, an meinen Sponsor Lottie Cards und an meinen Gaming-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.